Ja, beschütze Minion auf dem Weg zum Thron. Für Dreieck, um Situationskommandos einzusetzen, die dem Kampf das Leben erleichtern werden. Haben wir gesehen. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Du hast mir die Augen verloren. Ich bin einfach zu weit weg. Machst du nix. So, die Power des Throns. Oh. Auto rufen. Come on, give me a break. Die Kammer unterm Thron und so. Was im Buch stand. The room below is called the Hall of the Cornerstone. Da muss alles versteckt sein, übrigens. Our castle has always been safe from worlds that are evil. Thanks to the Cornerstone of Light, which we keep down there. The Cornerstone of Light? This is the castle's cherished cornerstone. Oh, but look. The thorns, they must be the work of someone very evil. I wonder what this could mean. Huh? Magnificent! No way. Well, well, well. What have we here? If it isn't the wretched Keyblade holder and his pitiful lackeys. Well, now you're gonna deal with me! All in good time. I promise you'll be able to partake of my vengeance, but you must be patient. Just what are you doing here, Maleficent? Ah, Queen Minnie, radiant as always. I'm here on a property venture. I want this castle for my own. However, it's a bit too bright for what I have in mind. I suppose I'll just have to fill every room with my personal touch of darkness. You'd better stop right now if you know what's good for you. Ooh, how frightening. Very well, I'll stop. Just as soon as the castle belongs to me. Gundelgaukelei, ey. Gundelagause. Nothing like this has ever happened before. I looked through all the records in the library, but I couldn't find a single clue. Oh, huh? We should go ask somebody who knows lots of stuff that ain't in any book. Merlin the Wizard! Yes, that's perfect. Merlin just might know something about this mess. Let's ask his advice. We saw him in Hollow Bastion, right? Yeah, let's go. Danke. Tja, immer wieder diese verdammte Hollow Bastion. Ups. Auto rufen. Bus rufen. Ha! Lustig, lustig. Die Halle des... Ich habe gerade Schreckens tatsächlich gelesen. Die Kammer des Schreckens. Des Ecksteins. Alles muss versteckt sein. Ach man, nee. Mein Ohr tut weh. Kopfhörer. Beine. Konnte gerade, ja, ein bisschen durch den Boden gucken. Oder man sieht da genauso vier Dinger. Seht ihr das? Ja. Vielleicht soll das so sein, weil hier irgendwas noch passiert. Aber ich glaube, das ist einfach nur, weil da die Texturen, Polygone, was auch immer, aneinander ecken. Kenn mich nicht aus mit Programmierung. Ein seltsames Licht geht vor die Maus. Mhm. Diese Dornen. Viele. Kriegt er Damage, wenn ich da reinspringe? Nö. Muss ich Minnie ja nicht wieder rufen? Nee, ne? Ich kann auch mit dir reden. Merlin wird uns sicher seine Hilfe anbieten. Bitte geht nach Hollow Bastion und erzähl ihm vom Schloss. Ich weiß nicht, warum ich das Bedürfnis habe, es Deutsch auszusprechen. Das war so ein Drang.
Ach komm. Fickt euch. Boah, das sind nur zwei Stück, ne? Sind nicht nochmal die ganzen Viecher. Kann man sich eigentlich mal irgendwo drum kümmern, finde ich. Aua. Könnte driven. Werde auch driven. Wo gehst du hin? Ne? Wollte ich zurück zu meinem Schiff? Da kann ich mich da irgendwie. Achso, warte mal, ich kann mich vom Speicherpunkt direkt porten, ne? Zum Gummigerät. Da muss ich jetzt aber nochmal meinen Driveform gerade ausnutzen. Ich wusste, dass ich noch mehr spawnen. Oh, geil. Aua. Wuhu. Alter, du hast Level über mir. Das geht ja wohl nicht. Oh. Fatty Mac. Fatty jetzt noch. Ja, warum nenne ich alle so? Ah, Mann, ich hasse mich. Ich hasse meine Videos. Und bläh, vorbei. Okay. Der mir auf den Thron setzen. Unser Thron ist König sein. Machen wir mal kurz verbotene Dinge. Hehe. Geht nicht. So. Nee. Doch. Weltenkarte? Ah. So funktioniert das. Es wurde eine neue Episode hinzugefügt. Okay. Meinetwegen. Landeplatz. Vergangene Ereignisse. Dorn und Wuchran. Plötzlich geht Schloss Disney. Vielleicht weiß ja Merlin einen Rat. Nächste Aufgabe. Auf zu Merlin. Episodenliste. Achso, das sind einfach nur Aufgaben. Bringen wir die Seite zurück zum Buch und Merlins Haus. Okay. Wir landen erstmal, würde ich sagen. Anybody home? Marlin! The castle's in danger! What is all that racket? Oh, I thought. Oh, it's you. It looks like you've learned a bit since the last time I saw you. Really? Wait a minute! Let's talk about the problem! It's Maleficent! She's back! Where? Inside the castle? Yup, and Heartless too! Oh dear! Maleficent wants to send over the whole castle and own it! She filled the whole cornerstone with tiny bears and she's gonna fill it with diamonds! Gute Untertitel! There's Heartless in every part of the castle! The queen is in danger! What? Perhaps I'd better just see for myself. Mm-hmm. Interesting. What's happening, Merlin? This is not good. In fact, I'm afraid it's quite serious. What's that? My boy, that is a gateway to a special world. Someone in that world is responsible for what's going on in this castle. Of that, I'm certain. Oh, boy! We knew we could count on you, Merlin. Then we should go get him. Wait a moment. The perpetrators must be stopped, of course, but there's something else to do first. Somewhere in that world, there should be another door that's identical to this one. I believe our enemies are utilizing that door. As long as it remains open, the castle will be in grave danger. Listen carefully, Sora. You must find that door, and when you do, lock it with your keyblade. Got it. You'll get down on us. And now, one more thing. You're heading into a very special world. While you're there, the nature of that world may tempt you to do something dark. You must resist that temptation at all costs. What do you mean?
You'll know soon enough. I have faith in you, my lads. Mhm. In jeder Welt müsste es eine Tür geben, die identisch wieder hier ist. Du musst deine Kräfte einsetzen, um sie zu verschließen. Wir machen trotzdem mal auf. Yo. Hey, look. There's the cornerstone of light. What's going on? Everything's black and white. What's this problem? Deja vu? Really? Have you been here before? Hey, you! Seen any bad guys around here? Why, I ought to... Nah, I don't have time to waste on punks like you, so I guess I'll go easy on ya. Well, there's our villain. Okay, das finde ich super. Das ist ja geil. Sogar so redet, das ist ja voll geil. Oh, ich stehe auf sowas. Das ist in Farbe. Auch das Bild von Sora unten. Es ist witzig. Es ist witzig, doch. Okay, eine Herstellung. Irgendwas hergestellt. Geil, cool. Kann ich was bauen? Nö, kann ich was bauen? Ja. Obwohl, das sowas habe ich schon mal gebaut, ne? Na gut. Cyanide Splitter. Hallo, wer bist du denn? Oh, das ist der Platz, wo Schloss Disney errichtet werden soll. Jetzt ist hier nichts als ein leeres Feld, aber ich wette, das wird ein Riesenschloss. Die Aussehen, ey. Das war Carlo, oder? Wärst du mich, oder was? Oder war irgendwas an ihm anders als sonst? Oh Gott. Wir können Carlo oft vorne am Landungsweg antreffen. Wenn nicht dort, ist der wahrscheinlich auf einem Schiff. Auf seinem Schiff. Das ist sein ganzer Stolz. Auf Steamboat Willy? Ich weiß zwar nicht, in was für einer Welt wir hier sind, aber wir können Carlo nicht so einfach davonkommen lassen. Trotzdem ist das alles sehr merkwürdig mit dem Eckstein des Lichts und überhaupt. Ich weiß gar nicht, wo der hingerannt ist. Welches der drei Gebiete? Ab zum Pier, ne? Ich glaube, es war der Pier. Können wir erstmal speichern hier. Können wir gucken, wie das Gebiet hier heißt. Timeless River. Krass, dass Carlo den gleichen ersten Auftritt wie Mickey hat. Ja. Das ist wahr. Das ist Disney Baustelle. Gucken wir mal. Ich weiß gar nicht, Mickey, na gut, das stand ja, das könnte man ja, das stand ja auch in dem Ding auf jeden Fall hier in der Info. Wann war denn Steamboat Willie? In den 40ern irgendwann, oder? Muss ich jetzt tatsächlich mal kurz so wissen. Irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das hier genau gemacht hatte. Steamboat Willie 28. Okay, ich hatte gerade irgendwie 40er im Kopf. Warum habe ich hier so eine Maus? Clarabella Kuh, Henriette Huhn. Na gut. Ich wollte nur das Jahr wissen. Wann Donald Goofy das erste Mal auftraten. Hätte ich gerade auch mal gucken können eigentlich. Ein Fahrkartenschalter mit Bootsfahren. Interessant. So, du Fettsack. What's with you, Squirts? You got some kind of bone to pick with me? More than one. Them fighting words. Huh? Not so fast. What?
Donald sah so komisch aus früher. Jetzt habe ich aber so richtig Bock, zu den richtig alten Disney-Cartoons zu gucken, ey. Okay. Er panikt ein bisschen. Oh, aber das ist super. Come on. Leave me be. Komm, du bist auch gleich tot. Ja, zack. What you mugs beef with me anyway? Who are you? You new around here? Cut the act. Whoa! You know, something doesn't seem quite right here. Are you sure you're Pete? Well, of course I'm Pete. I'm the captain of the steamboat, so stop bothering me, see? So hit the road. I gotta go find the little runt what stole my boat. Gorse, maybe we made a mistake. I'm starting to think the same thing. He hasn't even called any heartless. Sorry we attack you like that, Captain Pete. Oh, yeah? Well, if you're really sorry, then go find my steamboat. Yes, sir. Oh, my hickin' back! Jetzt kommt das Syndrom. Fluss der Nostalgie. Oh, ja. Wobei, so die ganzen, Disney-Cartoons früher, ja, habe ich ja gar nicht so viel gesehen. Also schon so, ne? Ich meine, die meisten dieser klassischen kennt man wahrscheinlich aus hier. Mickeys Clubhaus. So hieß das, ne? Ja, genau. Wo ja sowieso immer die ganzen Disney-Figuren auch immer waren. Also auch so Kingdom Hearts-mäßig schon fast. Aus allen möglichen Universen, die dann auch sich da Sachen angeguckt haben, damit du da auch irgendwelche alte Kurzfilme liefen. Und ich war mir sicher, dass Carlo der Übeltäter ist. Ja, aber das wäre auch zu einfach gewesen. Na komm, versuchen wir sein Dampfschiff zu finden. Das haben wir versprochen, was? Schon, aber wir müssen doch noch diese Tür finden. Ganz genau. Ich sehe keine Tür, weit und breit. Was ist das? Da ist nichts zu sehen. Hätten wir sie dann auch schon unsere Herzlosen? Hey, look! There's the cornerstone of light! Muss wirklich ein bisschen pissen. What's going on? Everything's black and white. Deja vu? Really? Have you been here before? Was war das denn? Herzlose gehen. Und wir kommen? Was hat das zu bedeuten? Los, entledigen wir uns dieser Herzlosen. Und was dann? Darüber machen wir uns dann Gedanken. Das ist das. Sieht aus wie ein Fenster, aber es ist, nee, da ein komisches Zeichen drauf. Ich würde ja gerne mal reinsehen, aber es hat irgendwas Gruseliges an sich. Also eine Clarabella Kuh. Oh nein, das ist ein Feuer ausgebrochen. Wir müssen es löschen. Aber wie machen wir das? Sollen wir einfach Wasser durch das Fenster schütten? So, wer bist du? Da ist ein Raum, durch dieses Fenster zu sehen, doch das ist nicht alles. Die Möbel werden fortgesaugt. Wenn das so weitergeht, ist der Raum bald leer.
tragisch. Boah, ich muss echt pissen auf einmal, ne? Ja. Gee, that seems kind of different somehow. Come on, we've got to help him. Oh, Junge. Ich bin mir schon fast sicher, dass man, dass es hier so sehr viel, also dass es bestimmt aus irgendeinem alten Disney-Cartoon kommt. Und man das erkennen würde, aber ich erkenne es dann leider nicht. Der junge Mickey. Das ist schon sehr interessant, dass die Vergangenheit im Kingdom Hearts-Universum, zumindest hier, dann auch wirklich so ist, wie die Disney-Dinger halt früher waren. So komplett komisch. Wenn es denn überhaupt so ist. Aber es ist einfach nur... Ach, keine Ahnung. Schrank kaputt machen. Oh. Danke, Donald. Auch schön ohne Ton. You absolute idiot. You've managed to fail at everything. And what's more, you foolishly thought you could take my place while I was away. Well, as of now, you're finished. Mark my words, there'll be no place for you when our time comes. Useless imbecile. But I... Tja, wie alt sind sie? Einige hundert? Was? Das war aber dauernd jemand verärgert. Ich verstehe das nicht. Lass uns erstmal versuchen, die ganzen Herzlosen zu beseitigen. Hier ist soweit alles friedlich, aber wir müssen noch drei andere Stellen überprüfen. Boss des Jahres. Genau, und ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge und ich gehe jetzt erstmal ganz kurz pieseln, weil ich muss pieseln. End of story.